geboren hier, um die Löschwasserversorgung für den Tunnel sicherzustellen, verbindet das Reservoir, was hier erstellt wird, mit dem Tunnel selbst. Die eine Bohrung geht 30 Meter tief, die andere 70 Meter und die Bohrdurchmesser sind genau ein halber Meter. Die Technik des Hammerbohrens besteht aus Schlagen und Drehen. Dank dieser Kombination ist es möglich, das Bohrverfahren in jeder Geologie einzusetzen. Der Bohrkopf dreht sich, während der Hammer im Bohrkopf unaufhörlich schlägt und alles, was vor ihm liegt, zermalmt. Die Bohrung bewegt sich so kontinuierlich durch das Erdreich, bis sie ihr Ziel erreicht. Gleichzeitig wird das Stahlrohr vom Bohrkopf mitgezogen. Der fertige Schacht wird dadurch in einem Arbeitsschritt erstellt. Somit entfällt das nachträgliche Einziehen des Rohres oder die Stabilisierung im Falle von Lockergestein. Der Unterschied gegenüber der herkömmlichen Bohrung ist, dass hier zwei Arbeitsschritte kombiniert ausgeführt werden können, dass wir nachher die Maschine nicht nochmal umrüsten müssen. Wir können gleichzeitig bohren und mit dem Bohren wird das Stahlrohr eingezogen. Mithilfe eines riesigen Luftstroms von bis zu 80 Kubikmeter pro Minute bei 15 Bar, der drehenden Bohrschnecke und Wasser zur Staubbindung wird das Bohrgut hochgefördert. Sobald die Länge eines Rohrelementes gebohrt ist, wird ein neues aufgesetzt, die Schnecken mittels Gewinde verbunden und das Stahlrohr angeschweißt. Die maximale Bohrtiefe ist vom Durchmesser abhängig. Sacklochbohrungen sind mit geringem Aufwand möglich. Das Starterrohr und die Ringkrone bleiben im Boden. Der Hammer und die Bohrschnecke können wieder nach oben gezogen werden. Der grosse Vorteil oder Hauptunterschied vom vertikalen Hammerbohren ist, dass das Hüllrohr in einem eingebracht werden kann, durch Lockergestein oder durch Hartgestein. Im Gegensatz zu dem, wenn man das nicht machen könnte, müsste man zwei verschiedene Bohrgeräte haben. Eins für Locker und eins für Hartgestein. Und durch das ist es wirtschaftlich sehr interessant, mit diesem Verfahren zu bohren. Nach weniger als 10 Tagen erreicht der Bohrkopf, 70 Meter tief, punktgenau die Ausbuchtung im Rettungstunnel der Autobahn.